Ihr kennt die meisten Übungen schon aus den Videos davor. Deswegen wird es für euch vom Kopf her einfach, dafür wird es etwas anstrengender körperlich. Ihr braucht heute einen Ball, ganz wichtig, der muss dabei sein. Und Gewichte, ihr kennt es schon, Wasserflaschen sind auch eine Option. Hauptsache ihr habt was, um es ein bisschen zu erschweren. Wir legen direkt los mit einem kleinen Warm-up, indem wir unsere Schultern kreisen. Erstmal rückwärts. Und vorwärts. Locker lassen. Und wir rotieren noch einmal mit dem Oberkörper. Einmal nach links drehen. Rechts. Und noch einmal nach. Ich hoffe, ihr habt das restliche Warm-up von uns schon gemacht oder ihr seid anderweitig warm, weil jetzt wird es richtig anstrengend. Beim Zirkeltraining hat man immer einen gewissen Zeitabschnitt, in dem wir hart arbeiten und dann eine kurze Pause. Wir machen heute 6 Sets mit jeweils 30 Sekunden Arbeiten und 10 Sekunden Pause und das Ganze wiederholen wir 2-mal. Ich habe hier einen Timer, den hört ihr also auch, ihr könnt also einfach mit mir mitmachen. Wenn ihr das aber alleine macht, könnt ihr euch auch so eine Timer-App runterladen oder ihr macht es einfach mit einer normalen Stoppuhr. Das hat wahrscheinlich irgendwer zu Hause immer da, wenn ihr eine normale Uhr nehmt. Okay, ihr braucht den Ball und die Gewichte die ganze Zeit parat. Habt es einfach neben euch, sodass ihr es innerhalb von 10 Sekunden greifen könnt. Also für die erste Übung nehmt ihr den Ball dazu. In den 10 Sekunden Pause erkläre ich euch immer, was wir als nächstes machen, okay? Also fangen wir direkt an mit der ersten Übung. Ihr nehmt den Ball und passt ihn euch nach vorne, passt ihn wieder hier hin, passt ihn hoch und wieder runter. Das müsste dann so aussehen, okay? Ich starte jetzt den Timer. Und dann werden wir das 30 Sekunden durchhalten. Und los. Sekunden Pause. Für die nächste Übung die Gewichte. Ihr lehnt euch nach vorne mit gestreckten Armen und hochkommen. Sekunden Pause. Die nächste Übung, ihr kennt sie auch schon, fliegen. Ihr macht die Arme so in dieser Bewegung. Schnelles Beben, okay? 30 Sekunden. Sekunden.
Und wir nehmen wieder den Ball. Und diesmal passen wir von links nach rechts. Und los geht's. Sekunden Pause. Für die nächste Übung braucht ihr weiterhin den Ball. Und zwar machen wir die Fingertips über dem Kopf. Kleine Pässe. Ball zur Seite legen und wir machen als letzte Übung das auf der Stelle fahren. Das heißt, ihr macht einfach die Bewegung entlang eurer Greifreifen, als würdet ihr schnell fahren. Sehr gut, ihr habt die erste Runde geschafft. Jetzt könnt ihr erstmal eine Minute pausieren und dann machen wir den gesamten Zirkel nochmal. Ihr kennt die Übung ja jetzt. Es wird dann vielleicht etwas einfacher, sodass ihr in den 10 Sekunden auch wirklich entspannen könnt und euch nicht auf die nächste Übung konzentrieren müsst. So, ich starte hier schon mal neu. Aber wir haben noch ein bisschen Pause. Wir müssen ja auch ein bisschen runter. Ihr wisst noch, wir fangen an wieder mit dem Ball. Ich muss hier selber einmal ein bisschen spicken. Ich kann das auch nicht alles auswendig, aber ihr könnt zum Glück nur mir zuhören und müsst nicht die ganze Zeit auf euren Speicher schauen. Also wie gesagt, wir legen wieder mit dem Ball los. Das nach vorne und nach oben passen ist die erste Übung. Kommt noch ein bisschen runter, trinkt einen Schluck, wenn ihr braucht. Nochmal durchatmen, weil wir fangen in 10 Sekunden an mit dem zweiten Durchlauf. Sagen. Ich starte den Timer, ihr habt den Ball. Also seid ihr bereit? Wir legen in 5 Sekunden los mit dem Ball nach vorne und oben. Ball zur Seite. Weiter geht's mit den Gewichten. Nach vorne lehnen, mit gestreckten Armen nach oben kommen. Gewichte weglegen und wir machen wieder das Fliegen mit ausgestreckten Armen, eine bebende Bewegung.
Ball wieder. Ihr wisst Bescheid, wir passen von links nach rechts. Und los. Sekunden Pause und dann wieder die Fingertips über dem Kopf. Weg und wir fahren als letztes wieder auf der Stirn. So schnell wie ihr könnt. Ihr habt es danach geschafft. Also, los geht's. Sehr gut, ihr habt es geschafft. Ihr könnt erstmal ein bisschen entspannen. Lockert die Arme aus, schwingt die nach vorne und nach hinten. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Wenn nicht, kennt ihr jetzt schon mal die ersten Übungen und könnt das Ganze natürlich auch länger machen. Ihr könnt natürlich genauso gut 45 Minuten oder eine Minute sogar durchhalten. Aber ihr könnt dann auch die Pausen entsprechend verlängern. Dann müsst ihr euren eigenen Rhythmus ein bisschen rausfinden. So, die Arme ausschlagen. Dann gehen wir noch ein bisschen in die Nackendehnung, den Kopf einmal nach hinten lehnen und zur Decke gucken. Vorne, Kinn zur Brust. Entspannen. Sehr gut, ihr habt es für heute geschafft. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen angestrengt. Wie gesagt, sonst kann man es immer schwieriger machen, weil wir wollen ja auch trotz der momentanen Situation weiterhin fit bleiben. Und deswegen freue ich mich, dass ihr heute wieder mit mir trainiert habt. Bis bald!